Wenn man gerade dabei ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindustry hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind Chaos und Thompson. Hallo. Und wir sind gerade dabei, wie er gesagt hat am Anfang. So, gut. Also, wir sind mittendrin und noch dabei und haben jetzt hier zumindest schon mal unsere, wie soll man sagen, die Verteidigung wurde geändert, wurde angepasst in kleine Türme. Was ist das dahinter? Arkus? Was ist Arkus für ein Turm? Was macht der? Turm. Okay. Aber ist halt alles nur gegen Bodeneinheiten. Naja. Ja, also, wenn da die anderen Einheiten langkommen, dann könnte das ein bisschen kritisch werden, ja. Aber gut. Sieht erstmal nicht schlecht aus. Das ist aber sehr effektiv dagegen. Unten sehr viel ersetzt. Entschuldigung, die Lufteinheiten werden ja auch mit Wasser beschossen. Ja, so ist er nicht. So. Material haben wir jede Menge, aber na gut, das Elektro. Du könntest dazwischen auch noch für die Arkus Wasserverteiler hingeben. Weil die funktionieren mit Flüssigkeit auch noch besser. Ja. Da kann man noch mehr Wasserextraktoren bauen. Also du meinst halt hier nochmal Flüssigkeitsverteiler quasi? Ja, statt der Leitung einfach durchgehen, Flüssigkeitsverteiler. Ja, mache ich gerade. Was kommt jetzt an? Den Gegner. Das dürften die Schockeinheiten sein. Jupp, das sind die großen Schocker. Die machen da oben auf unserer Mauer, aber ganz schnell. Maya. Keine Mauer. Keine Mauer, ja, die ist ja ganz sicher. Ja, jetzt haben die Bomber schon mal auch nicht mitgeholfen hier. So, jetzt spritzen die Wassertypis hier jetzt schon auf eine Stelle fest hier. Huch. Wasser und Strom, gute Kombination. Also für uns, für die Gegner. Ja, das sieht ganz gut aus. Und ihr noch so nah, die braucht man nicht die Wasserteile. Ein bisschen, ja. Ja, Thomas, ich hab die unterschätzt. Na, die sind nicht schlecht unterwegs. Was ist denn hier los? So, gut, okay. Also, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Silizium stockt jetzt hier sogar, weil nicht mehr genügend Kupfer nachkommt. Ja, das ist auch sehr interessant. Da können wir natürlich ein bisschen was dran machen. Kupfer können wir nämlich von hier abziehen und einfach mal damit rangehen. So. Dann haben wir da nämlich ordentlich Kupferproduktion noch von hier unten. Die da Spaß dran hat, das Kupfer hochzubringen. Dann können wir das für aber noch umdrehen. Und damit hochschicken. Und natürlich können wir auch dieses für dann noch. Es sind jetzt quasi all unsere Mauern durch Spannungsstoßlegierung ausgetauscht. So, jetzt wird das Kupfer nicht mal wieder stauen. Genau, jetzt ist hier wieder maximale Produktion von der Spannungsstoßlegierung vorhanden und gegeben. So. Gut, wir sind Welle 60 übrigens, ne, Jungs? Also wir sind ganz schön gut unterwegs jetzt hier. Läuft schon. Ja. So. Ah, jetzt tauscht die Hunde noch raus. Also bei Spannungsstoßlegierung, da müsstest du denn jetzt demnächst mal ein bisschen ruhiger treten, weil sonst hast du vielleicht den Lagerbestand leer gesaugt. Also ein Kilo ist noch da. Aber wie gesagt, es kann dann auch schnell mal sein, dass du damit mal nichts hast. Und das wäre doof, wenn du da gerade die Mauer abgerissen hast. Ja, ich meine, Titanium kann ich ja. Thorium kann ich ja schnell wieder aufbauen. Ja, das stimmt. So. Gut, das hätten wir. Hier oben ist auch, das sieht auch ganz schön aus hier. Das sind die ganzen Zünder, ne? Schöne Sache das. Also ich würde sagen, das ist jetzt, das kann man jetzt einfach mal laufen lassen hier und mal gucken, wie weit wir noch kommen. Oder wollen wir Ende der, also ich wollte ja eigentlich Ende der letzten Folge schon eigentlich von der
von der Karte gehen, aber ihr seid da ja irgendwie ein bisschen... Ja, da können wir noch fleißig weitermachen. Thomas? Ja? Nee. Kann man den Wassertank hier eins nach links setzen? Welchen? Ich bin weiter... Genau, hier. Den eins nach links. Theoretisch. Ja, wir bitte. Wo ist denn das Kraftfeld jetzt wieder? Dann wird das Kraftfeld hier auch gleich gekühlt. Nun gut. Nun gut, und sie bauen und bauen und bauen. Und sie sind ganz fleißig dabei. Oh. Das ist Bildschirm gewackelt, wenn diese Massenbeschleuniger da schießen, das ist schon ein bisschen... Nervig? Merkwürdig, gewöhnungsbedürftig. Strange? Weiß ich nicht. Willst du da eigentlich ein bisschen Graphit bunkern? Mach ich schon. Wo? Das war unter dir. Ah ja. Gut dann. Ja. Richtig was los hier. So, in 7 Sekunden kommen die nächsten Gegner. Und dann Lader und Lader da. Bosse kommen jetzt. Jetzt kommen ja die großen Bosse, glaube ich, oder? Jupp. Yep. Und es sind 1, 2, 3, 4, 5, 10, ja. Also nicht 15, sondern. Ein bisschen Schaden durch die Mauer haben sie schon gekriegt. Ein bisschen zu separieren. Das dauert jetzt ein bisschen länger, bis sie zur Verteidigung kommen. Ja, die kommen halt nicht über das Feuer drüber, über die Wassertürme drüber weg, ne? Mhm. Einer ist durchgekommen, so, den anderen lenke ich jetzt mal hier, dass er doch durchkommt. Komm mal hier. Na, warte. Ja. Hallo, herkommen. Nicht dahin fliegen. Hat das Ding genau zum offenen Kraftfeld? Oh, da war ich im Weg. Die Wasserproduktion ist komplett zerstört worden. Jo. Ja. Der muss dann ein Stück noch weg. Ja, ja, kommt der schon. Gut. So. Kraftfeldprojektor. Na gut, okay, da ging ja schon wieder einiges zu Bruch jetzt, oder? Ja, das ist aber normal. Naja, es hält sich ja noch. Hält sich, hält sich. So, und unsere Roboter reparieren ja auch fleißig. Das ist schon mal ganz gut. So. Schön! Was ist hier für einer hier? Der steht hier einfach so rum, weil er nicht abtransportieren kann. Achso, okay. Aber das liegt daran, dass hier jetzt so wenig Material hier drin reingeht. Und ja, da fehlt es jetzt so ein bisschen auch am Bleiwehr. Naja, aber mehr kriegen wir halt gerade nicht runter. Das ist schon voll, das Förderband. Sehe ich ja nicht irgendwo die korrekte Zahl, wie viel da drin ist? Nee, ne? Ich sehe bloß das. Ah, Entwürfe, oh Gott. Da habe ich auch noch nicht mit gearbeitet. Man kann ja direkt Entwürfe oder sowas auch speichern, ne? Von Bauprojekten. Ja. So, 100 Gegner haben wir jetzt. Ah ja, unser Erstschlag kümmert sich schon sehr erfolgreich darum. Ja, den lasse ich auch noch vorne, solange noch nicht alles repariert ist. Hier hinten ist halt gar keine Stromversorgung. Ja, das ist, liegt halt daran, dass, genau, der Strom, was halt defekt ist.
Das liegt daran, dass die Stromversorgung nicht aufrecht gebaut war oder nicht aufrecht gehalten werden konnte. Das ist, dass man die Einheiten nicht fokussieren kann, die Reparaturroboter. Ja. Aber vielleicht, wenn du irgendwas machst, kommen sie vielleicht, oder? Ja, aber ich würde halt gerne sagen, repariert diesen Bereich. Ja. Ah, okay. Recht. Da ist falsches Material reingekommen, deswegen ist das nicht mehr weiter gelaufen, okay. Das haben wir behoben. Kann ich das Silizium jetzt loswerden hier? Oh, komm, weg. So, die zwei, die man den Kohl nicht hat. So. Wie sieht es mit dem Strom aus hier? Plus minus null? Was? Thomas, übrigens, ein Tresor kann 1K speichern. Ja. Weil ich habe da jetzt hinten auch nochmal ein Tresor gemacht. Es hat aber irgendeinen Stromverbrauch hochgekurbelt hier von euch. Nicht bewusst. Also wir nehmen jetzt gerade auf Batterie. Okay, kannst du das ändern? Ja, ja, gehen wir schon noch hin. Noch ein bisschen Geothermie dazu machen. Guck gerade, wo... Warum er plus 0 anzeigt dann hier? Ja, wir nehmen auf Batterie. So. Geothermie, kann ich noch Geothermie bauen oder nicht? Ja, ich könnte hier die Batterien runternehmen. Die Batterien ein bisschen rüber. Da haben wir noch irgendwo anders Platz. Und dann kann ich da erstmal geothermal das drauf machen. Los, hier geht ja nicht runter. Okay, das hier, das Graphit geht mal alles jetzt in die Lager, weil ich zwei 1K-Tresore hingemacht habe. Ah ja. Hier oben, wo die Verteidigung ist, ist auch noch Lava, aber. Also hinter den Wasserspeiern. Ja. Zahlt sich das aus, dass man kurzzeitig dann da was hinbaut? Ja, aber bei der nächsten Welle ist halt wieder kaputt. Ja, ist die Frage, dass es eben kurzzeitig vielleicht. Nee, ist okay. Jetzt sind wir bei plus 1000 wieder. Geht jetzt erstmal. Theoretisch könnten wir hier die Förderbänder noch verlegen ein bisschen. Ja, ich habe hier jetzt auch noch welche dazugehängt, wo so Lücken waren, wo noch Lava war. Hier geht auch noch einer. Theoretisch kann ich hier oben auch noch ein paar Solarpanels machen. Haben wir nicht die großen Solarpanels? Wieso kann man nicht die machen? Okay. Wenn sie Effizienz 50% haben, ist es ja auch egal. Ja. Noch ein paar sozusagen kleine Ecken, tote Ecken zubauen mit Solarpanels. So. Und die kleinen plus 4000. Bosse. Das sollte sich ja jetzt auch relativ schnell erledigt haben.
Oh no, einer ist durchgekommen. Ich selber. Warum das denn, bitteschön? So, irgendwo lebt noch einer. Ja, der hier. Liebte. Gut, sehr schön. Einmal frei. Achso, wenn man da ranfliegt, dann wird man geheilt, ne? Yep. Danke. So. Ich mich auch wieder voll geheilt. Uiuiuiui, voll der Heiler. Ah, Thomas, ich würde jeweils Heuler? Noch ein zweites. Ja, ich würde noch eine Waffe hinstellen, eine Stromwaffe. Die bringt gegen Lufteinheiten nichts. Echt? Nein. Und wir hoffen einfach, dass sie schnell. Ich hab Dive, weil es irgendwie nach unten getrennt wird, die Stromzufuhr, da noch Batterien und thermische Generatoren aufgestellt. Was haben wir sonst? Akkus. Ignis. Hier, hast du da ein bisschen ineffizient aufgestellt? Da waren so Lücken dazwischen. Hm. Na, den Fixateur würde ich da oben wieder hinbauen, ne? Hm? Gibt's eigentlich? Welchen Fixateur? Den einen grünen Fixateur, den er da eben gerade abgerissen hatte. Den habe ich, das war ich, den habe ich hier gleich wieder platziert. Ja, ich sag's dir nur. Den Graphit sozusagen hochballern und dann eine Salve. Thomas, die geht so schnell kaputt. Eieiei. Also, die Zünder, wenn. Aber ich will. Was denn? Ja. Ah, der ist gerade neben mir in Reichweite. So. Ein Zünder wird da oben. Es kommen 100 Flugeinheiten. Oh. Kleine. Eieiei. Das ist echt ein riesengroßes, heilloses Durcheinander. Da blicke ich überhaupt nicht durch. Wenn die jetzt alle hier rumfliegen. Ja, da hoffe ich immer, dass unsere Drohnen die erwischen. Ja. Aber es sieht recht gut aus. Zwei sind noch verbleibend irgendwo. Keiner mehr. Gut, dann beenden wir die Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Ja,